Zeit, ich bin mit dem Kunden und habe ein paar Fragen. Wir haben von dir gute Musik, dann haben wir von dir gute Wein, dann haben wir gutes Fleisch, Gemüse schon irgendwo und jetzt kommt guten Kaffee. Was findet ihr? Ja, schon ein Interesse für etwas Gutes und Schönes herstellen natürlich. Im Fall des Kaffee jetzt, hat mich interessiert, was rauskommt, wenn man den Kaffee an Spuren macht, wenn man den nicht einfach ein oder zwei Mal durchgeht und erntet, sondern während der ganzen zwei Monate, wo die ja gleichen Studien und Reifertig wohnen, permanent ernten, wenn das die Qualität herausbringt, dann hat er auch die Nachbearbeitung und natürlich die Röstung mit Basenkaffee. Und wir können tatsächlich sagen, dass wir auf Anhieb ein wunderbares Resultat haben mit unserem Ogoa, der wird hoch gelobt. Vielleicht hat es ein bisschen gut, dass die Nachbarn Ideen so konsequent erfolgen. Das ist schon der Wunsch nach einer Qualität, wo ich auch als Konsument selber. Ich habe gelesen, dass du gesagt hast, du bist jetzt nicht mit dem Massengeschmack. Und das haben die alle angetrieben, die Partner in Madrid auch, die ja eine Tabakplantage hat, die auch in dem Kastenkonferenz und Winter das vorgestellt hat. Jetzt weißt du mehr über den Kaffee. Hast du ein bisschen mehr Verständnis für die, die im Massenbusiness sind? Hast du gelernt, was der Trick ist im Kaffee? Ja, mich interessiert das Massenbusiness eigentlich überhaupt nicht. Mir kommt das vor, wie wenn man Wein aus 30 Gegenden der Welt irgendwie zusammenpanschen in eine Flasche rein. Ich wohne ja zum Teil in Los Angeles und dort hat es eine wunderbare Rösterei. Die haben von ungefähr 50 verschiedenen Destinationen Single Estate Coffees. Und das gleicht eigentlich am Single Estate Whisky, wo man eben genau will wissen, woher kommt er, was ist es für eine Lage, wie ist er nachgearbeitet, ist es Trap. Dry and wet, und wie ist er geröstet. Und das sind riesige Unterschiede. Das macht einen unglaublichen Spass, die verschiedenen Kaffee wie eine Orgel daheim zu haben und je nach Lust und Laune das App oder dies oder jenes zu nehmen. Ich verstehe die Leute, die einfach irgendeinen Blend trinken, alle die Allerweltskaffee, die verstehe ich überhaupt nicht, weil Kaffee ist ein Luxus für sehr wenig Geld. Im Grunde genommen, man hat ja für ein Päckchen oder 10 Franken gezahlt, hat man, ich weiss nicht, 50 oder 80 Tassen Kaffee. Und jeder, der einfach rausgeht und die Massenkaffee trinkt, das ist für mich ein Rätsel, wieso der das macht. Man muss sagen, Leute, trinkt Single Estate Coffee, das Leben ist zu kurz, um Massenkaffee zu trinken. Also Blätterweiger-Terroir, das schon wie wir sind total happy mit News Up to Date. Was im Unternehmen? Was ist denn jetzt Kaffee von Ogoa? Wie hat der Lieblingskaffee? Die Lieblingskaffee, bevor mit ihm kam, wie ich habe sehr gerne die äthiopischen, jenen Kaffee gehabt. Ich habe auch gerne die Kaffee, die eigentlich wirklich sozusagen halb wild wachsen. Nicht die grossen Plantagenkaffee. Der Kaffee ist ja eine Pflanze, die eigentlich Schatten braucht. Und die Plantagen, die eigentlich fast, ich würde sagen, ist nicht wilder Kaffee, aber fast wilder Kaffee haben, so unter den anderen Bäumen grundsätzlich, das sind einfach wunderbare Kaffee. Ich habe nicht gerne die säuerlichen Kaffee, ich habe gerne, wenn eigentlich Säure sehr fein eingebaut ist. Und so habe ich mich da durch verschiedenste Sorten durchgetrunken. Es ist auch sehr abhängig davon, zu welcher Tageszeit, nach dem Essen, während dem Schreiben oder vor dem Essen. Man kann eigentlich nicht für allgemein wie bei Zigarren nehmen. Man muss im Grunde noch 5 verschiedene Zigarren haben für Lust und Tageszeit und auch Befindlichkeit. Sehr schön. Was können wir als nächstes erwarten? Hat irgendwelche Schokolade, irgendwelche Käse oder irgendwelche Klappen? Tatsächlich sind wir so ein bisschen an einer Schokolade, ja. Auch biologisch und eben auch fast wilde Kaffeebohnen, ich kann es ja nicht mehr darüber sagen, aber die ersten Resultate sind eigentlich sehr gut. Und wie man es immer sieht, das ist eigentlich auch ganz klein. Ich will mir nicht gegen die Kaffee- und Schoki-Giganten anzukotzen. Wir wollen etwas Preises und Feines machen, ganz bescheiden. Und das vor allem auch für unseren Genuss, den Genuss von den Leuten in meinem Restaurant und von unseren Freunden. Ich muss den Marken in die Menge langsam erwarten. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Westteil in der Schweizer Meisterschaften. Ein grosser Applaus für Dieter Meier. Er hat schon manchmal so happy gemacht und manchmal lustig gemacht. Merci vielmals. Jetzt gehen wir zum Job machen.